Servus und Hallo bei Under the Silver Screen mit mir, dem Martin und einer weiteren Review. Heute soll es gehen um Session 9. Wir haben endlich die Gelegenheit, auch auf diesem Kanal einmal über einen, ja, 3-Minuten-Durchhaussagen-Kultfilm zu sprechen. Aus dem Jahr 2001, Regie Brad Anderson. Und wir begegnen in diesem Film vier Mitarbeitern einer Reinigungsfirma, beziehungsweise einer Firma, die darauf spezialisiert ist, alte Gebäude wieder instand zu setzen, die eben von gewissen Szenen der Zeit angenagt wurden. Und der Auftrag der vier Männer ist ein sehr delikater. Es geht um eine ehemalige psychiatrische Heilanstalt, die zur neuen Stadtverwaltung umgebaut werden sollte. Allerdings ist in diesen Wänden scheint da Asbest zu wohnen, und jetzt rücken eben diese vier Männer aus, um die Wände wieder halbwegs herzurichten, um das Gebäude wieder ansehnlich herrichten zu lassen. Dafür haben sie genau eine Woche Zeit. Und während dem Arbeiten kommen sie drauf, dass Spuren der Vergangenheit dieser psychiatrischen Heilanstalt noch immer irgendwo herumfliegen, bis dann einer dieser vier Männer im Keller Bänder entdeckt. Und zwar Bänder einer Befragung einer Patientin, einer Insassin, und zwar genau 9 Stück davon. Und je weiter man bis zur sogenannten Session 9, also dieser Befragung Nummer 9, kommt, desto mehr verändern sich die Menschen, die da so drinnen arbeiten jetzt auch. Und scheint so ein bisschen eine Auswirkung auf diese Männer zu haben, was da damals passiert ist im Zuge dieser Befragungen. Vielmehr möchte ich nicht verraten, obwohl dieser Film ja ein Kultfilm ist, also er hat ein Kult-Following tatsächlich, glaube ich doch nicht, dass alle, die jetzt dieses Video anschauen, diesen Film bereits gesehen haben. Weil der ist sehr klar gewesen, grundsätzlich. Also Brad Anderson war zu dem Zeitpunkt jetzt noch nicht der Mann, der heute ist, also wo er schon ein bisschen was am Resümee hat. Damals war das eher so ein bisschen unterm Radar gelaufen. Session 9 punktet natürlich in erster Linie mit seinem irrsinnig starken Setting. Wurde on location gedreht, also dort, wo der Film entstanden ist. Das ist tatsächlich eine alte, aufgelassene psychiatrische Heilanstalt. Dementsprechend wurde, und das hat der Brad Anderson und auch der Lead, der David Caruso, den man vielleicht aus CSI Miami kennt, immer wieder betont, da wurde nicht viel an Set-Design-Arbeit geleistet. Das hat man eigentlich so, wie man es vorgefunden hat, im Grunde übernommen. Das Einzige, was eben angepasst wurde, waren dann eben die Environments für die Leute, die dort eben dann ihre Reinigungsarbeiten durchführen, aber ansonsten wurde eigentlich alles on location belassen, und das merkt man im Film auch an. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, wenn der Film heutzutage gemacht werden würde, so oder so in der Art, zum Filmischen dann gleich ein bisschen später mehr, wenn der Film heutzutage gemacht worden wäre oder gemacht werden würde, mit der Art und Weise, wie man heutzutage Horrorfilme im Grunde inszeniert, beziehungsweise Filme, die an irgendwie beunruhigen sollen oder in irgendeiner Art und Weise von Stress versetzen sollen. Ich sage jetzt nur beispielsweise Hereditary oder The Witch. Ich würde tatsächlich sagen, dass Session 9 heutzutage noch viel, viel besser funktionieren würde, weil der ist eigentlich seiner Zeit im Grunde ein bisschen voraus sogar. Der arbeitet nämlich nicht mit diesem klassischen Jumpscare-Horror, wie man ihn zu der Zeit vor allem sehr, sehr gern gesehen hat und sehr viel gesehen hat, sondern der arbeitet im Grunde mit einer ganz anderen Art von Horror. Der arbeitet mit einer Art von psychologischen Aufarbeitung. Also es wird immer ein bisschen mehr, es wird immer ein bisschen mehr unsettling, bis es dann zum Schluss explodiert im Grunde. Dazu muss man dann auch wissen, dass die Art und Weise der Erzählung und die Art und Weise der filmischen Präsentation doch sehr, sehr ruhig ist. Der Film dauert recht lang, und der dauert auch seine Zeit, bis er in Fahrt kommt. Der lässt sich wirklich genügend Minuten auch für die Charaktere, der lässt sich auch genügend Zeit, dieses Environment irgendwie ein bisschen zu positionieren und vorzustellen. Das muss man auf jeden Fall wissen. Das ist kein Film, wenn man jetzt liest 2001, Brad Anderson, Horror, Mystery, Thriller, dann hat man so ein bisschen was im Kopf, früher 2000er, wie das eben ausgeschaut hat. Achtung, das ist ganz ein anderer Film. Der Film ist sehr ruhig, der ist sehr behutsam, der dauert seine Zeit, aber es ist es da wert. Zum Ende, ich möchte natürlich nichts spoilern, viele Menschen haben damit ein Problem, ich nicht, ich finde es cool. Es ist bewusst ein bisschen ambiguös gehalten, trotzdem muss ich sagen, auch das funktioniert im Grunde für mich in irgendeiner Art und Weise, wenn man das eben unter diesem Aspekt anschaut, 2001, ein bisschen seiner Zeit voraus. Jetzt, mit allen Filmen, die man jetzt aus dem Segment, jetzt in dem Zeitpunkt,
der Geschichte so kennt, ist es natürlich nicht so unbedingt überraschend, in welche Richtung das driftet. Trotzdem ist es für damalige Zeitvorgaben sicher super gelungen, meiner Meinung nach. Von zur filmischen Umsetzung teilweise ist es ein bisschen irritierend, wenn man sich die Kamera so anschaut, die Art und Weise, wie das gefilmt wurde. Das war einer der ersten Filme, der in Digitaltechnik gedreht wurde, und das sieht man im Film auch an, dass damals eben irgendwo noch nicht so wirklich der ganz feine Umgang mit der neuen Technik gelernt wurde, beziehungsweise man hat es einfach noch nicht so drauf gehabt. Das schaut zwischendurch ein bisschen aus wie ein Daily-Soap. Vielleicht sollte das auch bewusst sein, dass man so dieses Semi-Dokumentarische ein bisschen mitkriegt, dass teilweise einfach die Kamera in gewissen zentralen Fokuspunkten einfach nicht fokussiert ist oder zu schnell läuft oder generell Bildausschnitte einfach ganz seltsam gewählt werden, dass es wirklich vielleicht den Eindruck hat, dass man bei dieser Reinigungsarbeit wirklich selber anwesend ist in einer Art und Weise. Passt halt irgendwie nicht ganz zusammen, weil gerade in der ersten 25 bis 30 Minuten, wenn man so diesen ersten Durchgang durch diese Heilanstalt macht, doch ein paar absolut choreografierte und top an der Stelle Bilder generiert werden. Ich sage nur, dieser eine Stuhl im Keller, der da so steht. Also da kriegt man schon ein bisschen, das ist schon ein bisschen unnerving, wenn man das anschaut. Noch dazu muss man Session 9 sicher zugestehen, tolle Filmmusik, sehr reduziert, vor allem diese hohen Klaviertöne. Machen wirklich einen guten Job. Im Grunde weiß man schon, in welche Richtung der Brad Anderson wollte. Zu absolut 100.000% kriegt er es zwar nicht immer kontinuierlich hin, er hat zwischendurch ein bisschen einen Dip, der Film. Trotzdem ist das einer, wenn man den Film noch nicht kennt, wenn man Session 9 noch nie gesehen hat und sich von dem Setting in irgendeiner Art und Weise angesprochen fühlt, dann kann ich wirklich nur sagen, Amazon Prime hat den Moment im Angebot, den kann man auch wunderbar auf Deutsch anschauen. Die deutsche Synchro ist cool, hat noch den kleinen Zusatzbonus, dass man eben von diesen Schauspielern, den man eben aus anderen Rollen kennt, dann auch noch diese Synchronstimmen hat, die man eben aus dieser Serie kennt. Und das ist dann durchaus noch einmal ein bisschen ein Charme, den der Film da in der Richtung noch mitbringt. Von mir kriegt Session 9 unter aller Berücksichtigung der damaligen, ja, Art und Weise, wie man Filme gemacht hat und wie er eben heute ankommt, da muss man natürlich den Kultbonus immer ein bisschen wegtun, aber von mir kriegt Session 9 trotzdem ganz, ganz starke 7 von 10 möglichen Punkten. Ich finde wirklich, dass der Film zwar nicht in allen Minuten seiner Laufzeit sein Potenzial komplett voll ausschöpft, trotzdem reicht es für mich für einen absolut unterhaltsamen Abend. Ich habe den Film jetzt mittlerweile sicher schon 3 oder 4 Mal gesehen. Und der funktioniert auch beim vierten Mal noch immer. Man merkt, er hat schon ein paar Jahre am Buckel, aber wie gesagt, wenn man sich für dieses Setting, für diese Idee grundsätzlich erwärmen kann, dann bitteschön, schaut euch Session 9 an. Damit darf ich mich auch schon wieder ganz herzlich bedanken fürs Zuschauen. Danke, dass ihr heute wieder mit dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Pfiat euch und ciao.